Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Leichter Leben, Zeit für mich. Wir kommen in die Mitte der Woche und haben tolle Gäste mitgebracht. Ich freue mich sehr, dass sie es aus dem Sächsischen zu uns geschafft hat. Bianca Schmiedel, ich wollte schon wieder sagen, so wie ich dich vorhin begrüßt habe. Ja. Bianca Schmiedel ist bei uns, sie ist Autorin, psychologische Beraterin, Fitnesstrainerin und vor allem auch Mutter zweier Kinder. Über die werden wir nachher auch noch kurz sprechen, vor allem aber über ihre Bücher. Frau Bodenschlampe ist ihr erstes Buch, Abnehmen ist nichts für Mädchen, und ihr zweites Werk, das gerade erst auf den Markt gekommen ist, Hummeltaille aufgeben ist nichts für Mädchen. Und auch da geht es natürlich ums Abnehmen bzw. das Gewicht zu halten. Also sehr, sehr lustige Bücher, aber natürlich mit einem ernsten Hintergrund, sehr autobiografisch. Wir werden über dein Leben sprechen und natürlich über das Thema Abnehmen und Gewicht halten. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Cora Herfurth-Keck bei uns im Studio mit zwei sehr, sehr schönen Themen, die sie mitgebracht hat. Nämlich, wie wir lernen, Aufgaben zu delegieren und wie wir aus der Opferrolle rauskommen. Ja, und ich denke mal, dem einen oder anderen wird auch gar nicht bewusst sein, dass er überhaupt in einer Opferrolle ist. Und ich glaube, auch darüber wird Cora aufklären, wie man das denn überhaupt erkennt. Freue mich sehr. Dann sind wir per Webcam nachher noch verbunden mit Prinz Mario Max für Astro Royale. Und da werden wir über Märtha Louise, Prinzessin von Norwegen, sprechen. Plötzlich nicht mehr Prinzessin, würde ich sagen. Also möglicherweise verliert sie ihren Prinzessinnen-Titel. Das wissen wir noch nicht so genau. Aber der Prinz wird uns aufklären. Und mit Elisabeth Tadler sind wir nachher auch noch verbunden. Mit ihr sprechen wir über die Sprache des anderen und wie wir diese verstehen. Ja, also buntes Programm, würde ich sagen. Und Sprache verstehen ist ja nicht immer ganz so leicht. Vor allem die Sprache seiner Waage zu verstehen. So ist es. Ja, und mit der hast du so einige Auseinandersetzungen eigentlich während deines gesamten Lebens gehabt. Schon als Kind, kann man sagen, als Teenager hast du schon... Das ging erst kindlos, ja. ...für dich gar nicht Gewichtsprobleme gehabt. Du hast es gar nicht als Problem empfunden. Aber es ist ja immer so das Schöne oder Unschöne, das Umfeld erkennt ein Problem. Ja, mir wurde immer deutlich gesagt, dass ich zu mollig bin, zu flauschig oder kurzerhand eben auch zu dick. Ja. Und irgendwann stellte ich mich mal auf die Waage. Ich meine, ich muss so um die 11 gewesen sein und dann waren das satte 72 Kilo. Ja. Und da hatte ich meine Mutter mal eben überrundet. Das war schon peinlich. Ja, okay. Ja. Aber das war dir... Aber du hast dich nicht aus eigenem Antrieb so auf die Waage gestellt, sondern nur aufgrund dieser Äußerung von außen. Ja, ich musste mich auch öfters mal wiegen von Mutti. Ne? So ist es. Sie hat da schon sehr drauf geachtet. Also ja, man hat eindeutig gesehen, dass ich das adipöse Kind bin, ganz klar. Und ich bin Baujahr 77, also das heißt, in der Zeit war ich da noch eher eine Seltenheit. Heute ist es ja leider ein bisschen anders, das sieht man leider mehr dicke Kinder. Ne? Ja. Ja, und ich habe auch ganz klar den Spitznamen Die Dicke dann bekommen aus der Schule, und auch ein Lehrer nannte mich mal so. Das tat schon weh, ja. Also dass das Schüler natürlich machen, also das weiß man ja, da untereinander wird dann auch gerne mal so ein bisschen gemobbt und ist man mal ein bisschen fieser. Ja. Da können, glaube ich, viele Kinder ein Lied von singen, traurigerweise. Aber dass Erwachsene das natürlich auch machen, wo doch ein bisschen anders reflektiert werden sollte, also gerade wenn es ein Lehrer auch macht, das ist schon... Ja, es war keine böse Absicht, ja, muss ich dazu sagen. Ja, aber es war halt so, ich war halt die Dicke in der Schule und es hatte ja im Grunde auch seine Berechtigung. Ne? Aber das hat natürlich auch Spuren hinterlassen. Mhm. Ne? Hat das denn dazu geführt, dass du dann noch mehr gegessen hast? Oder, das Frustessen, ganz klar. Mhm. Ja, also Essen ist ja oft auch, also nicht nur dazu da, um seine Nährstoffe zu bekommen und Hunger zu stillen, sondern um Leere zu stillen, um Traurigkeit wegzuessen, ganz klar. Und ja, und auch um sich was Gutes zu tun. Ne? Das ist natürlich der ganz falsche Ansatz, aber als Kind weiß man das nicht. Manchmal weiß man es als Erwachsener auch noch nicht. Womit nicht hast du dann gerne deinen Frust kompensiert? Was war so dein Lieblingsessen? Man sagt ja immer Schokolade oder Eis. Ich hatte mehrere, von einem allein, wenn man nicht dick. Also Spaghetti ist ja das Lieblingsessen ohnehin gewesen. Okay, immerhin, man musste das ja erstmal zubereiten. Ja, das konnte ich schon mit 12. Ja. Und so eine 500-Gramm-Packung, das ist ja nichts. Ne? Also gekocht ist es ein bisschen mehr. Aber ich hab dann erst so gegessen, als wäre ich für 4 Personen. Ne? Ja. So, ganz klar. Und dann noch der Bergkäse.
die gebratene Wurst, neben Gummibärchen, Schokolade, Eis, also das volle Programm. Kekse natürlich. Alles, ja, Kekse auch immer gern genommen. Du willst mich verlocken, ja, alles, was halt schnell verfügbar ist. Ne? Ja, also, genau. Ich meine, bei Spaghetti, Respekt, du musst es ja immerhin in Aktion. Ja, also, du musst es erstmal kurz was. Geht zwar schnell Spaghetti, aber trotzdem, ja. man muss was kochen. Mhm. Bei Schokolade, Gummibärchen, Kekse und sowas, ja, macht man eine Packung auf und fängt einfach direkt alles, an was da ist. Zu futtern. Und dann ist es in die ganz andere Richtung bei dir gegangen. Erst hast du dich kugelrund gefuttert und dann bist du in die Bulimie gegangen. Ja, das war dann, also ich habe dann meine erste Diät gemacht mit 11. Das war dann die 1000-Kalorien-Diät, wo ich halt schon vorhin beim Mittagessen schon Hunger wieder hatte, weil ich konnte nichts mehr essen. Die 1000 Kalorien waren mit Frühstück und dem Schulboden ja schon aufgebraucht. Aber wie kommt man als Elfjährige auf das Thema Diät? Also hast du dir die selbst ausgesucht oder wurde dir die aufgedrückt? Ja, ich glaube schon mit dem Gespräch mit meiner Mutter. Meine Mutter hat sehr auf ihre Figur immer geachtet, war auch immer gärtenschlank, manchmal auch zu schlank. Irgendwann sind die Muskeln halt leider auch weggehungert. Ja, aber... Ja, und ich glaube, ich wurde da schon sehr von meinem Umfeld dahin gedrängt. Ja, ja, und dann rutschte es mit 12 ab in die Bulimie. Ja. Ganz heimlich, das hat auch keiner mitbekommen. Also, aber das heißt, ich meine, auch nicht angesehen? Also, wenn das Kind dann plötzlich von, ich weiß nicht, 72 Kilo, auf wie viel bist du dann runter? Auf 57, ne? Ja, ja, auf 57, 58. Ja, ich habe gleichzeitig noch viel Sport gemacht, bin viel joggen gegangen und... als ich dann 16 war, auch noch ins Fitnessstudio und das 6-mal die Woche. Und somit konnte ich immer sagen, ja, durch den vielen Sport kompensiert sich das dann halt. Ne? Das hat keiner gemerkt. Also 57, 58 Kilo ist auch, sagen wir mal, noch ein relativ normales Gewicht. Ja, also da sieht man nicht komplett magersüchtig und abgemagert aus. Also das war, sagen wir mal, in Ansätzen noch eine normale Figur dann. Auf jeden Fall. Auch bei deiner Körpergröße, denke ich, 57, 58 damals, in dem Alter, war das komplett okay. Ja. Deswegen sieht man dir das dann natürlich nicht an, aber hinter Bulimie steckt ja etwas anderes. Ja. Man muss ja nicht unbedingt sehen, dass jemand komplett abgemagert ist, sondern eben du erbrichst dich eben die ganze Zeit. Wie hat sich das bei dir geäußert? Was gegessen und direkt wieder auf Toilette gegangen? Richtige Fressanfälle waren das. Also ich bin quasi von der Schule gekommen und habe den kompletten Kühlschrank geleert, nebenbei Spaghetti gekocht, Pudding noch gekocht. Wow. Also das Ganze dauerte dann so 2-3 Stunden. Meine Eltern waren auf Arbeit, keiner hat es gemerkt. Und dann alles gegessen in der kürzesten Zeit und dann wieder erbrochen und dann geputzt, damit es auch keiner mitkriegt. Ja. Und deine Ganz Eltern tragisch. Haben sich nur gewundert, dass die Lebensmittel immer knapper werden das und das Mädchen Fall. Ja gar nicht zunimmt. Richtig. Ja. Und dann war meine Ausrede, ja, der Sport oder das Wachstum. Das so, ne? So. Genau. Ja, also es ist eine ganz heimliche Krankheit, aber auch eine sehr tückische. Ne? Ja. Und das darf man auch nicht vergessen. Man kann auch daran sterben, wenn es zu heftig wird, ganz klar. Und wenn dann noch die Magersucht dazu kommt, dann ist es ganz böse. Ne? Aber also, da habe ich zum Glück vorher noch... Die Kurve bekommen, wie du sie bekommen hast, was da bei dir passiert ist, was vielleicht auch im Kopf Klick gemacht hat, dass sich da was verändert hat. Und dann natürlich später, wie du zu den Büchern gekommen bist. Das ist ja auch eine schöne Entwicklungsgeschichte, darüber sprechen wir gleich. Deine Bücher, die wir ja auch noch vorstellen werden inhaltlich, hast du mitgebracht für die Verlosung. Ja. Und zwar das Paket, also wirklich beide Bücher können Sie gewinnen, liebe Zuschauer. Frau Bodenschlampe, abnehmen ist nichts für Mädchen und Hummeltaille, aufgeben ist nichts für Mädchen. Beide Bücher im Paket können Sie gewinnen, wenn Sie uns folgende Frage beantworten. Bianca Schmiedels Ratgeber sind mit A. Sprachwitz und Tipps oder B. Brot und Banane. Ich denke, Sie wissen es. Rufen Sie an unter der 0137 988 1404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901 050 190. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen für Sie geschaltet und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Und jetzt haben wir für Sie Astro Royal. Astro Royal, das bedeutet, Prinz Mario Max ist bei uns und heute, Mensch, immer auch vor einem anderen Hintergrund, der Mann lässt sich was einfallen, der ist überall zu Hause und macht jeden Hintergrund noch schöner. Da
Danke sehr. Mein lieber Prinz, dass wir wieder zusammenkommen. Für Astor Royal. Ja, ich finde das immer schön, wenn wir beide uns mal miteinander unterhalten können. Man sieht dich ja so selten, ja im Prinzip nur noch bei Astor Royal hier, bei Leichter Leben. Ansonsten bist du halt ja in der Welt unterwegs, vor allem natürlich in den USA. Und auch da liebt man ja vor allem Geschichten, die ja auch Hollywood schreiben könnte. Und bei Prinzessin Märtha Louise könnte das tatsächlich eine so sein. Also es gibt ja einen berühmten Film, Plötzlich Prinzessin. Bei Märtha Louise könnte man jetzt so eine Art Fortsetzung schreiben, Plötzlich nicht mehr Prinzessin. Oder wie sieht's da aus? Also man hört das so oder liest es in der Yellow Press, dass sie jetzt plötzlich nicht mehr Prinzessin sein soll. Ja, da hat sich so viel getan. Also durch die Yellow Press ging tatsächlich die Meldung, Prinzessin Märtha Louise musste ihren Prinzessinnen-Titel abgeben. Und wir von Astor Royal haben jetzt natürlich genau nachgeforscht, was da passiert ist. Und die Klatschpresse ist da, ja, wie so oft, ein bisschen hinausgeschnellt, weil so schlimm ist es dann doch nicht. Aber es gibt tatsächlich ein Arrangement, dass Prinzessin Märtha Louise nicht mehr überall ihren Prinzessinnen-Titel verwenden darf. Und zwar funktioniert das so. Sie gibt ja, seit sie mit ihrem Schamanen zusammen ist, Seminare, dann gibt es Beratungen von ihr, und eine Lese- und Vortragstour. Und sie hatte diese Tour mit ihrem Freund, dem Schamanen, so beworben. Die Prinzessin und der Schamane, Prinzessin Märtha Louise auf Tour. Und das ist dann in Norwegen derart durch die Zeitungen gegangen, dass sie sich überlegt hat, ja, wie komme ich denn da wieder raus aus diesem ganzen Wirbel? Und jetzt hat sie sich entschieden, eine Mitteilung zu machen, dass im Zusammenhang mit ihrem Business, also sie ist als Beraterin tätig und mit dem Schamanen gibt es eben Seminare und Veranstaltungen, wo man Eintrittskarten kaufen kann. Also im Zusammenhang mit diesem Business wird sie sich nur mehr Märtha Louise, ohne Prinzessin nennen. Und das die Tochter des Königs. Und sie hat eben jetzt gesagt, sie hat auch einen zweiten Instagram-Account aufgemacht, wo sie nur mehr Märtha Louise heißt. Das heißt, sie trennt jetzt alles Offizielle für den Staat Norwegen, für das Königreich. Da ist die weitere Prinzessin Märtha Louise. Alles, was ihr privates Geschäft, ihre Beratungen, ihre Seminare und Touren betrifft, das heißt nur mehr Märtha Louise. Also das ist jetzt der wahre Hintergrund, warum wir Märtha Louise manchmal als Märtha sehen und manchmal als Prinzessin, je nachdem, wie sie auftritt. Das heißt, die Frage ist denn, wie weit wird sie denn vom Königshaus überhaupt noch eingesetzt für offizielle Termine? Also ist die Familie denn d'accord? Sind die fein damit, dass sie mit dem Schaman ja so in die sehr spirituelle Richtung geht und dann eben diese Seminare gibt? Da hört man ja eben auch von unterschiedlichen Seiten, das wird alles sehr, sehr kritisch beäugt und da ist die Familie auch nicht ganz so begeistert. Wird sie denn noch gerne bei offiziellen Terminen eingesetzt? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und die beschäftigt uns auch sehr viel. Schau, vom Ursprung her ist der regierende König mit der Königin Sonja verheiratet. Die Königin Sonja ist auch eine Bürgerliche wie Königin Silvia. Und Königin Sonja hat sich aber zu einer sehr strengen Königin entwickelt. Ihr Sohn, der Kronprinz Håkon, mit dem Marit, die haben sich halt sehr stark jetzt in das königliche Kronprinzenleben und Kronprinzessinnenleben eingefügt, weil die wollen natürlich keine Diskussion um die Monarchie, die ja auch immer wieder entflammt, weg mit dem König und das will ja keiner. So, und der Håkon, der macht quasi allen recht und die Mette Marit auch. Das ist auch recht streng. Der Sohn, der Marius, aus erster Ehe von Mette Marit ist auch in ganz kurzen Zügen gehalten. Der musste aus Amerika zurück. Der muss sich ja richtig gut und korrekt benehmen. Also das ist alles sehr streng. So, aber die liebe Schwester, Märtha Louise, die Prinzessin, auch Königstochter, also eigentlich im selben Rang. Sie ist halt nur die Zweitgeborene, also Königin wird sie nicht. Bei der ist man jetzt so streng, weil man so Angst hat, dass Diskussionen entfachen im norwegischen Königshaus. Und Prinzessin Märtha Louise ist ja Gott sei Dank ihrer Berufung gefolgt, ihrer spirituellen. Und ich sage auch immer meinen Beratungskunden, folgt eurer Berufung, wenn ihr die verspürt. Auch wenn es gegen Kritik ist oder vielleicht mal ein bisschen Widerstand, das macht gar nichts. Die spirituelle Berufung kann man nicht wegschieben. Und genauso macht Prinzessin Märtha Louise das. Und für mich und für uns alle wird sie immer Prinzessin Märtha Louise sein, die Königstochter. Ob sie jetzt spirituell tätig ist oder nicht, ich finde das sogar umso schöner. Für mich macht
die ist sogar zur doppelten Prinzessin, also weil ich mich so freue, dass sie die spirituelle Berufung hat. Aber es ist schwierig in Norwegen und sie wird natürlich von diesen offiziellen Dingen ja schon ein bisschen gesnobbt. Und man ist so vorsichtig, weil man so Angst hat, was ja blöd ist. Man sollte sie doch verteidigen und sagen, Mensch, lasst sie doch die Gute und nicht sich zurückziehen vor ihrem Einsatz, weil vor lauter Angst, dass dann irgendwer kritisiert. Kritik wird es immer geben, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und man muss diese halt zurechtweisen und stark genug sein, nicht einfach sagen, man versteckt sie und lässt sie nur mehr ihr privates, spirituelles Leben haben. Das finde ich eben eigentlich ganz schlimm, dass es da so streng zuläuft, aber sie wird schon meistern. Sie lebt ja schon lange ihren eigenen Kopf und das soll auch so weitergehen. Ja, und das Schöne ist, du lebst ja auch dein spirituelles Leben, soweit deine Zeit das erlaubt und bist Berater bei unserem Partner Questico. Ja, ganz genau. Ich bin auch Berater bei Questico und das liebe ich natürlich, weil da habe ich viel Kontakt mit meinen Beratungskunden und dann schauen wir, wo wir was optimieren können. Und ja, wie gesagt, bei mir ist das natürlich ideal. Da freut sich jeder mit, dass ich spirituell tätig bin. Da brauche ich nicht wie die Prinzessin Mertelise um meinen Prinzentitel fürchten. Prinz Mario Max ist spiritueller Berater und Punkt. Genau. Du bist heute, denke ich mal, auch noch für deine Anrufer da. Ja, ich werde mich dann gleich online schalten. Ich bin heute noch für die Anrufer da. Und nächste Woche wird es dann auch wieder spannend. Da geht es um Meghan Markle und Prinz Harry und warum die jetzt bei den offiziellen Anlässen nicht mehr eingeladen sind, sondern sich ganz ins Familiäre zurückgezogen haben. Da ist ein bisschen ein Wirbel und den müssen wir auch genauer beleuchten. Also momentan ist ganz schön viel unterwegs bei den Königshäusern. Die haben es nicht leicht im Sommer. Man denkt, die würden nur im Schloss Swimmingpool planschen. Ist aber nicht so. Die haben viel um die Ohren im Sommer, weil da ist das Klatschpresseloch und da wird alles gemacht, um die ein bisschen zu ärgern. Das wollte ich gerade sagen. Also da haben wir Sommerloch, aber das Beruhigende für die Königshäuser ist es, dass überall die Fußballligen jetzt wieder anfangen. Also Premier League in England hat schon angefangen. Also das englische Königshaus müsste es jetzt eigentlich wieder ein bisschen ruhiger haben. Ganz lieben Dank, lieber Prinz, dass du bei uns warst und wir freuen uns auf nächste Woche mit dir. Ich freue mich schon. Und dir noch eine wunderschöne Sendung, mein Lieber. Danke dir. Ganz lieben Dank. Tschüss, ciao, ciao. Ciao. Ja, und wir, bei uns geht es natürlich auch immer spirituell zu, aber auch vor allem sehr entspannt. Und ich freue mich sehr, wir haben ja gestern auch mit dem lieben Kollegen Magnus hier ein bisschen gesprochen über dieses wundervolle Meditationsprogramm Love for Life. 6 Wochen geht es und ich bin schon sehr gespannt, ich freue mich sehr. Morgen geht's los. Morgen fangen wir an mit der allerersten Impulsmeditation, die ausgespielt wird über die Astro TV App. Die sollte natürlich erstmal runtergeladen werden und dann das wundervolle Meditationsprogramm gekauft werden. Und ich höre immer so, Meditation, ich werde immer wieder gefragt, ja, aber meditieren, das ist ja so schwer, da muss man den Geist erstmal frei machen. Das ist überhaupt gar nicht der Fall. Also es ist eine Form der Meditation. Natürlich kann man sich hinsetzen und versuchen, alles aus seinem Geist zu verbannen, aber das ist überhaupt nicht notwendig. Es geht auch ganz anders. Und in diesem Programm erleben Sie es auch, dass es völlig anders und eben stressfrei geht, dass Sie gar nicht Ihre Gedanken komplett leeren müssen, sondern nein, ganz im Gegenteil, dass man sich auch auf ein Thema fokussieren kann. Und darum geht es in diesem Programm. 6 Wochen, 6 Lebensbereiche, die aufgefüllt werden mit Liebe und das wirklich ganz, ganz entspannt und vor allem mit viel Freude. Es wird eine Facebook-Gruppe dazu geben, die gibt es sogar schon, Love for Life Community. Bei Facebook, ein paar Leute sind schon drin und ich freue mich natürlich über alle Teilnehmer, die sich in der Facebook-Gruppe dann auch noch melden. Denn es ist ja immer schön, wenn man gemeinsam in einer Gruppe so etwas erlebt. Da wird uns Bianca nachher auch was zu sagen können, wie sie nämlich abgenommen hat, auch unter anderem über eine Facebook-Gruppe. Also ein gemeinsames Erleben hilft immer allen Teilnehmern. Und da freue ich mich sehr, wenn wir uns in der Facebook-Gruppe dann sehen. Am Sonntag gibt es den ersten Video-Live-Call mit mir. Da werden wir dann auch noch gemeinsam meditieren, schön in der Gruppe. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Und bitte heute unbedingt noch buchen, denn heute läuft der Frühbucher-Rabatt aus. Heute den Kurs noch für 39,99. Ab morgen kostet er dann 59,99. Und wie Sie an diesen Kurs kommen, das sehen Sie jetzt kurz im Video. Gibt es etwas, was du besonders gerne machst? Was bedeutet Familie für dich? Was gefällt dir denn an deinem Beruf?
Weißt du schon, was Spiritualität für dich überhaupt bedeutet? Welche Eigenschaften gehören zu einer Familie? Was ist dir in einer Partnerschaft besonders wichtig? Lust, dein besseres Leben zu leben, die Veränderung wirklich zu spüren? Dann nimm teil am innovativen Love for Life Workshop in unserer Astro TV App. 6 Wochen vollgepackt mit täglichen Liebesimpulsen und Werkzeugen, um dein Leben nachhaltig positiv zu verändern. Erfahre jetzt mehr unter lp.astrotv.de/loveforlife und starte durch in dein neues Leben. Ja, Cora Herford-Keck bei mir und wir sitzen auch völlig entspannt hier und könnten jetzt auch meditieren. Ja, ich war da so fasziniert, weil mein Fernseher ist ja da drüben, mein Monitor, war da so drin, dachte, wow. Ja, also es ist auch, hast ja gesehen, auch auf allen möglichen Plätzen in Berlin, also man kann überall meditieren. Meditierst du eigentlich selber auch? Ja, besonders gerne vor dem Kühlschrank. Sensor, guck mal, also wie das hier schon wieder spielt, oder? Haben wir alle Themen untergebracht, Meditation, Ernährung. Ernährung für dich etwas, was dir schwerfällt oder ist es für dich leicht? Nein, ich habe es ja mal erzählt, vor 4 Jahren eine Knochenmarkerkrankung überstanden. Ja. Durch die Medikamente nahm ich 20 Kilo zu. Und ich zählte zu denen, ich konnte immer essen, was ich wollte. Ich blieb schlank, also trotz 3 Kinder. Ich war mein ganzes Leben auf 57 Kilo. Hat sich dann geändert. Dann habe ich gedacht, komm, stell dich nicht so an, du lebst, bist wieder gesund, alles gut. Und jetzt mache ich das tatsächlich, nicht nur vor der verschlossenen Kühlschranktür, sondern wenn ich die Lebensmittelsachen da habe, sie auch in die Hand nehme, sage ich, danke für all das, was mir gut tut und was ich nicht brauche, was mir nicht gut tut, danke. Das fließt einfach vorbei. Genau. Und das mache ich wirklich tatsächlich vor dem Kühlschrank oder wenn ich es auf dem Tisch habe. Ja. Es ist aber auch wirklich, es ist ja, wie ich mich selber informiere eben mit Worten. Im wahrsten Sinn des Wortes, genau. Das geht ja... In die Form. Genau. Ja, in die Form, Information. Ja, in die Form. Ja. Das, da bring es. Und das ist ja, wenn ich, also wir haben ja hier Kekse liegen. Es ist natürlich, wenn ich den Keks zu mir nehme und sage, ja, und der schmeckt mir und der nährt mich jetzt auch. Also ich mag den Keks, der tut mir gut. Wenn ich aber sage, beim Essen, oh, ich darf den ja eigentlich nicht essen, ich weiß, das ist nicht gut für mich, da ist ja nur irgendwie Chemiekrams drin, dann informiere ich mich damit eben negativ. Na klar. Lebensfreude verbraucht mehr Kalorien. Ja. Deswegen bitte ein Lustessen und kein Frustessen. Ja. Siehst du, haben wir das auch geklärt. Ja. Aufgaben delegieren ist das Thema. Ja. Menschenskinder, was delegierst du denn? Oder machst du bist eine Frau, die eigentlich alles selber macht? Habe ich immer so das Gefühl. Naja, das ergab sich ja so, da ja mein Mann früh starb mit 3 Kindern allein. Da musst du mal schauen, wie du das Leben gewuppt bekommst. Ne? Und dann bin ich ja früh wieder arbeiten gegangen. Damals war das noch so, Mitte der 90er. Du hattest dann gestattet den Ausdruck des Jugendamts an der Backe. Ja. Das war nicht so ohne. Und da musstest du zeigen, ja, ich kann alles. Ich bin stark, bin mächtig und 3 Kinder plus arbeiten plus noch die Ausbildung fertig machen, mache ich doch mit links. War aber nicht so. Und ich bin die älteste von 5 Schwestern. Auch da natürlich habe ich gesagt, oh komm her, ich mache das. Und irgendwann mal so, also es war genau nicht irgendwann, sondern an meinem 50. Geburtstag hat eine meiner Schwestern, sie ist die Familiendichterin, das Geburtstagsgedicht für mich verfasst. Und da hieß es unter anderem, die Cora darf man nicht um Hilfe fragen. Sie wird dir niemals Nein sagen. Sie ist so stark im Geben, dass sie vernachlässigt ihr eigenes Leben. Boah, sind mir da alle Alarmglocken auf. Und dann fiel mir ein, wie viele Klientinnen oder Kunden, Kundinnen habe ich bei Questico, die sagen, ich kriege mein Leben nicht mehr auf die Reihe. Und wenn ich mal 2 Minuten für mich hätte, dann komme ich zu den Mitgliedern, das könntest du mir, tätest du, würdest du mir Clubs. Wie kann ich da die Präsidentschaft dieses Clubs wieder abgeben? Ja. Und im Grunde genommen gibt es eine ganz einfache, wunderbare Übung, wie wir Aufgaben loslassen und sie dann delegieren. Wie geht die? Wie geht diese Zauberübung? Also die ist so genial. Sie ist leider nicht von mir. Aber immerhin, okay, du hast sie gefunden für dich. Ja. Schau,
Also ich komme zu dir und sage zu dir zum Beispiel, du, heute Abend habe ich Sendung um 19 Uhr. Sei doch so lieb, du kannst es so wunderbar. Würdest du mir da nicht das heiße Wasser abkochen, mit Zitrone, Ingwer und Honig noch anrühren? Wenn du das machst, ist das immer so lecker. Cool, selbstverständlich, das mache ich sehr gerne für dich. Ja, und dann hör mal hin. Was davon tut dir in 40 Jahren noch gut? Hm. Was davon tut dir in 40 Jahren noch gut? Ist es für dich oder in 4 Monaten noch wichtig, dass ich zu dir gesagt habe, das machst du am besten von allen? Ist das für dich in 4 Monaten noch wichtig? Wahrscheinlich nein. Ja. Und in dem Moment, wenn du dir überlegst, ist das für mich, und dann setzt du für dich die Zeitspanne ein, noch wichtig? Ja. Und übrigens, loben trägt nach oben, ja. Wenn dich aber jemand lobt, weil er will, dass du seine Aufgabe erledigst, das kennen ganz viele in der Firma. Auch Frau Müller, gell, Sie machen mir die Buchhaltung da doch noch. Bei Ihnen ist das immer so perfekt, da muss ich nie nachschauen, nie nachfragen. Hey, wir wachsen, na gut, mache ich auch noch, obwohl hier so der Stapel ist. Oder der Herr Müller-Lüdenscheid, bei dem es dann heißt, gell, das hier machen Sie doch noch geschwind mit. Wenn Sie das übernehmen, dann weiß ich, ist der richtige Mann dafür da. Vorsicht vor solchen Loben, vor solchem Lob, das uns zusätzliche Arbeit bringt. Ist es für dich in 1 Monat, 2 Monaten, in 1 Jahr, in 2 Jahren noch wichtig und richtig, dass sich da jemand gelobt hat und du dafür bis an die Grenzen deiner Kraft gingst? Und wenn du sagen kannst, nein, dann nimm diese Aufgabe, schau sie dir an. Wenn das wirklich deine Aufgabe ist, nimm sie in die Hand und kümmere dich drum. Ist es aber nicht deine Aufgabe, mach genau das. Öffne die Hand und gerne auch persönlich wirklich ausüben. So einen Handkuss auch gerne so. Weg damit. Und dann bringst du es energetisch zu demjenigen zurück. Ich stelle mir gerade vor, ich bin in der Firma und ein Mitarbeiter macht zu dem Chef. Käme vielleicht nicht so gut. Ach, wer weiß, vielleicht freut er sich auch drüber, dass mal jemand ihm einen Kuss zuwirft. Das ist ja auch ganz schön. Wir sind im Prinzip bei der Übung, die du nennst, auch bei dem, was da an Konzept hintersteckt, sind wir schon fast auch beim zweiten Thema, nämlich die Opferrolle, in die man dann auch schnell gerät. Darüber wollen wir gleich noch sprechen. Jetzt haben wir für Sie erst einmal etwas von Thorsten Gabriel, das schauen wir uns gerne an. Thorsten Gabriel TV-Shop. Familiensegen, finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen. Bianca Schmiedel bei mir, sensationelle Autorin mit sehr humorvollen Büchern übers Abnehmen und auch darüber, wie man das Gewicht hält. Du hast gerade schon gesagt, eine schöne Übung, könntest du auch machen. Auf jeden Ist das Fall. Auch etwas, was zu dieser ganzen Thematik zum Zunehmen dazugehört? Alles in sich hineinzufressen, alles anzunehmen von anderen und dadurch halt immer mehr an Gewicht? Das glaube ich schon. Ja, das glaube ich schon. Ich kann ja nur von mir sprechen, aber ich weiß es ja von meinen Lesern, dass es denen auch oft so ging, dass, ich sag mal, die flauschigen Schönheiten oder die weiblichen Schönheiten auch immer sehr viel geben. Ja. Ja? Ganz selten an sich denken oder immer ganz zuletzt, wenn überhaupt, ja, sich immer aufopfern für alle anderen. Und dann ist es natürlich das warme Essen wärmt dann die Seele, ja. Der Frust wird gestillt, der Hunger wird gestillt, ja. So ist es leider. Aber das aus dem Strudel kommt man wieder raus. Wie bist du da rausgekommen? Ich habe mir Hilfe geholt von einem Profi, obwohl ich selber schon fast Fitnesstrainerin war. Also ich war noch in der Ausbildung. Habe ich mir Patrick Heitzmann ans Bein genagelt, aber das musste einfach sein. Ich brauchte ihn. Patrick Heitzmann ist auch Fitnesscoach, Fitnessexperte und Diätrebell. Und das hat mich gerade, als ich das gelesen habe, dachte ich, yo, den brauche ich. Also dich hat eben auch dieser Name getriggert oder dieser Begriff Diätrebell. Diätrebell, hast du da schon geschrieben?
als du Zeit zu das kam erst, als ich noch in der Gruppe war. Also ich habe alle möglichen Diäten durchgemacht, die es so auf dem Markt gibt. Von der Kohlsuppendiät, FDH, ja, Frust durch Hungern oder ja, die 1000-Kalorien-Diät oder alles, was in den Frauenzeitschriften stand. Ich habe alles ausprobiert. Und alles hat funktioniert? Nein. Wenn, dann nur kurz. Und das war der Punkt. Genau, das ist der Punkt. Ziel, also es funktioniert kurz genau. Und dann geht es aber durch den Jojo-Effekt einfach nochmal hoch. Geht es wieder hoch. Ja, genau, geht es wieder hoch und dann bringen die Fettzellen ihre Freunde dann noch mit und feiern die nächste Party. Genau. Ja, so funktioniert es halt nicht. Ja, und mit 40 hatte ich dann 120 Kilo auf der Waage, gerade nach der Geburt meines Sohnes. Ja. Und auch das funktionierte nicht, wie es immer heißt. Ja, durch Stillen nimmst du ab und wenn das Baby auf der Welt ist, nimmst du ab. Nein, also die Muttermilch musste ja irgendwie produziert werden. Ich hatte immer Hunger. Ja, du lachst. So war das. Ja. Und dann sagte ich, okay, dann habe ich eine Werbeanzeige bei Facebook gesehen für das Programm, so ähnlich wie hier, Leichter als du denkst, kurz LADD, also L-A-D-D, von Patrick Heitzmann und habe gesagt, okay, ich muss eine Nacht drüber schlafen, aber das machst du. Ja, die war letzte das Chance. Auch so? Also du hast mir das vorher auch geschrieben, durch wirklich diese Erfahrung in der Facebook-Gruppe, also wirklich dieses Gruppenerlebnis, da dann dieses Abnehmen, war für dich ein anderes Erleben. Alleine hättest du das möglicherweise so dann gar nicht geschafft. Jetzt, weil du hast ja alleine einige Diäten gemacht und jetzt war es einfach mal in einer Gruppe, das zu erleben. Ja. Also war das für dich wirklich diese Hilfe, andere um dich rum zu haben, die ähnliche Erfahrungen haben? Absolut, das war die Motivation und der Zusammenhalt, ne? Dieses gegenseitige Pushen, Rezepte austauschen, welches Sportprogramm machst du und so weiter und so fort, das war toll. Und bei mir ging es sogar noch einen Schritt weiter, da ich ja schon dann Fitnesstrainerin war und mich auch schon jahrelang vorher über die ganze Thematik sehr informiert hatte, wurde ich dann zum Co-Coach in der Gruppe und dann hatte ich natürlich eine Verantwortung, also dann muss ich ja am Ball bleiben, ne? Die sind ja alle enttäuscht von mir, das geht ja gar nicht. Ja. Ich hatte quasi Gruppenzwang. Und das war gut so, das war super. Also hat wunderbar funktioniert. Und nach dieser Erfahrung, also wie viel hast du abgenommen durch diesen Kurs? 42 Kilo mittlerweile. Ja. Also, du machst das auch immer noch? Ich mache das immer noch. Das ist mein Fangnetz. Ja. Die kriegen mich auch nicht mehr los. Ich glaube, das wollen die auch gar nicht. Und wann hast du dann angefangen, das alles so zu reflektieren, darüber zu schreiben? Du hast ja nicht gleich ein Buch geschrieben. Nein. Das war ungefähr ein Jahr später. Also ich habe nach den ersten Monaten sagte Patrick zu mir, das läuft doch ganz gut bei dir, schreib das doch mal auf. Das motiviert die Leute so. Ne? Du bist ja mein Leuchtturm in der Gruppe. Oh, das ist ja schon mal edel, ja. Und dann dachte ich, okay, dann habe ich jeden Sonntag so eine kleine Kolumne geschrieben. Und das wurde immer frecher und witziger, weil ich habe dann zum Beispiel diese Shapewear, ja, die so ein bisschen den Bauch wegdrückt, habe ich dann zum Beispiel den als Bauchwegquetschschlüpfer bezeichnet oder die Waage als Bodenschlampe. Genau, die Waage ist die Bodenschlampe und Fettzelle Horst, also gibt es denen auch einen Namen. Ja, genau. Ja. Und mein armer Hund musste gleich mit abnehmen. Ich habe eine dicke Labradorhündin. Und die wurde gleich mit zum Abnehmen verdonnert und dann habe ich einfach die lustige Kolumne geschrieben und dann dauerte es nicht lang, dann schrien sie regelrecht, schreibe ein Buch, dass wir wollen das alles in Buchform haben. Und da dachte ich, das ist so weit weg, also ich ein Buch schreiben, das ist so weit weg wie ich vom Normalgewicht. Ja? Sie hätten auch schreiben können, baue eine Rakete. Also das war gar nicht meins, ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Ne? Aber ich habe ich bin ja auch Questico-Kundin und ich habe Cornelia Regina Scheck angerufen. Und sie hat mich dann quasi ein bisschen auf den Weg geschubst mit meinen Sternen. Ja. Ich bin ja Fisch, ne? Ich brauche manchmal so einen kleinen Tritt. Mhm. Den hast du bekommen? Den habe ich bekommen, habe dann auch, ich habe an drei Verlage mein Manuskript geschickt, beziehungsweise das Exposé, das Manuskript war damals noch gar nicht fertig. Mhm. Und da war ich leicht überfordert damit und dann hat sie mich direkt in den richtigen Verlag auch geschubst, in den Schriftsteller Verlag in Villach. Den hat sie gesehen? Sie hat das gesehen. Also sie hat mich auf die richtige Spur gebracht. Ja. Du hast an drei Verlage geschickt und du hast von drei Verlagen auch eine Zusage bekommen. Ja. Ne? Was ja auch. Also ich meine, jeder Autor ist froh, wenn er überhaupt mal eine Meldung bekommt, dass irgendwo was angekommen ist. Aber drei Bewerbungen quasi schreiben, drei Zusagen zu bekommen, ist ja auch schon. Ja, das war Wahnsinn. Und das mitten in der Schreibphase, weil man mit einem Autor sowieso nicht sprechen kann. Mhm. Und dann möchte der auch keine Entscheidung treffen. Also ich war so noch in meinem Manuskript vertieft.
Und dann sollte ich diese schwere Entscheidung treffen. Und natürlich wollte ich auch gerne ein bisschen, also selber mitwirken an meinem Buch. Ja. Ich wusste bei manchen Verlag, da kann ich mit dem Titel nicht rauskommen. Mhm. Aber gerade der ist ja der Reiz, weil ja. Schlampe darf man ja auch nicht so negativ sehen. Ich sage mal, als Schlampe, das deutet ja auch auf Unbeständigkeit hin. Und das macht ja die Waage mit uns. Ja, kaum trinke ich mal einen Kaffee mit Milch, habe ich ein Kilo drauf, so ungefähr. Ja. Also man muss es, ich erkläre es ja aber auch in der Frau Bodenschlampe, warum es so ist. Also ich nehme die Leser quasi mit auf die Reise zur gesunden Ernährung und vor allem weg von den Diäten hin zur Ernährungsumstellung. Und das ist auch ganz klar. Dieses LADD-Programm, was einem lernt, es geht nicht von heute auf morgen, es ist keine Hauruck-Aktion, du musst das Schritt für Schritt machen, bis du es verinnerlicht hast. Und das geht nicht innerhalb von 2 Wochen. Ja, möchte ich was in meinem Leben verändern, muss ich Dinge auch erstmal anfangen, anders zu machen. Richtig. Und auch über einen längeren Zeitraum. Genau, so ist es. Genau, denn wir haben uns ja auch, sagen wir, unsere Ernährungsgewohnheiten haben wir uns ja auch über Jahre antrainiert. Jetzt braucht es nicht unbedingt Jahre, das wieder abzutrainieren, aber sagt auch die Hirnforschung, 6 Wochen braucht man ungefähr, um eine neue Verhaltensweise zu etablieren. Dann läuft sie dann, sind die Hirnfall oder die Synapsenverknüpfungen so eben verknüpft, dass es dann quasi als Automatismus dann abläuft. Das ist es. Und die muss man durchhalten. Aber ich kann halt nicht sagen, okay, 6 Wochen, jetzt gewöhne ich mir noch das Rauchen ab und dann trinke ich nur noch Wasser anstatt Säfte oder Cola. Und jetzt esse ich auch keine Nudeln mehr oder ich verzichte völlig auf Kohlenhydrate. Das sind auch alles diese Mythen, mit denen ich aufräume. Also Kohlenhydrate sind nach wie vor nicht böse. Mhm. Ne? Oder auch Fett ist nicht böse. Also uns wurde halt auch so viel Blödsinn erzählt, wenn ich das mal so sagen darf. Und das von Kind an. Also da muss ich auch mit meiner Mama habe ich auch oft geschimpft und habe gesagt, was hast du mir da eigentlich immer erzählt? Ne? Ja, aber es sind ja nicht nur die Eltern. Also ich meine, man ist ja auch wirklich verwirrt. Wenn man, egal wo man liest, woher kommen diese ganzen Diäten? Also und jeder Professor oder was, Ernährungswissenschaftler, die sagen einem, in einem Jahr erzählen sie einem das, das sind die Superfoods, das sollte man essen. 2-3 Jahre später erfährt man, das Lebensmittel ist aber gar nicht so gut, das hat nämlich noch die und die quasi Nebenwirkung. Man sollte das und das essen und dann kommen sie wieder. Also es wird ja auch alle Nase lang wird ja was anderes erzählt. Also das ist ja auch sehr verwirrend. Es ist auch sehr verwirrend. Letzten Endes, und wir sind alle Individuen, natürlich gibt es gute Lebensmittel, die man irgendwie, also frische Lebensmittel vor allem, die man zu sich nehmen sollte. Aber ich glaube, man sollte einfach auf sich selbst hören. Einfach wirklich seiner Intuition mal wieder Raum geben, seinem Bauchgefühl das folgen auf jeden Fall. Und sich mit dem mal verbinden. Ich war nur halt auch sehr schwer, also was heißt schwer krank, aber ich hatte Neurodermitis, die Vorstufe zur Diabetes, also insulinresistent. Reizdarm und Migräne. Und dann, wenn man dann merkt, man kann das alles mit der Ernährung, mit der richtigen Ernährung wegbekommen, was ich ja geschafft habe innerhalb von knappen 2 Jahren, dann ist das ja fantastisch. Womit genau du das geschafft hast, wie die Ernährungsumstellung ausgesehen hat, was du empfiehlst, was man zu sich nehmen sollte, darüber sprechen wir gleich. Und natürlich nochmal über deine beiden Bücher. Jetzt haben wir etwas von Rosemarie Wahle für Sie. In jedem Menschen ist die Sonne, man muss sie nur zum Leuchten bringen. Was einst schon Sokrates erkannte, hat sich auch Rosemarie Fahle zur Herzens- und Lebensaufgabe gemacht. Mit Hilfe ihrer angeborenen Hellsicht, den Karten und ihrem umfangreichen Wissen in den Bereichen der Astrologie, der Karoma-Numerologie und spezieller lösungsorientierter Gesprächstechniken begleitet Rosemarie Sie auf Ihrem Weg und zeigt Ihnen zugleich, welche Potenziale in Ihnen schlummern. Lassen Sie sich von Rosemaries Herzlichkeit und Empathie überzeugen. Sie berät Sie gerne zu allen Fragen, die Sie bewegen. Cora Herfurth-Keck bei mir. Und wir haben ja schon so angedeutet, dass es jetzt ins Thema Opferrolle geht. Also es hat ja schon mit der Übung, haben wir es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ne? Durch Lob kann man jemandem etwas aufbürden, aber es gehören ja mal 2 dazu. Der eine, der einem etwas aufbürdet und der andere, der das alles annimmt und sich möglicherweise danach dann auch noch immer beschwert, also bei sich selbst und sagt, und immer wieder das und immer wieder muss ich diese Sachen machen und immer das und immer das und immer das. Und dann. Und ich wollte doch Nein sagen und wieder hat es nicht geklappt. Ja. Aber noch einen kleinen Hinweis zum Thema Diät. Ich liebe die 1000-Kalorien-Diät, weil bis 1000 kann ich nicht zählen, also muss ich von vorne anfangen. Das war so kommt man auch zu was. Nein, so kommt man wenigstens zu was. Aber im Spaß. Nein, aber es geht tatsächlich darum, schau dir mal das Wörtchen Opfer an. Mhm. Ich liebe ja die Wortspiele unserer deutschen Sprache. Nimm mal aus dem Opfer das F weg. Ja. Was bleibt?
Die schöne Oper, das Drama. Ja, Drama, Kindtop hoch 5 mit Musik, mit hohen, schrillen Tönen. Die haben wir in uns. Entschuldigung, bitte. Eine meiner Schwestern ist Opernsängerin. Jetzt hätte ich mich beinahe um Kopf und Kragen geredet. Nee, aber du weißt, was ich meine. Mit diesem, oh, immer ich und das Gleiche. Und wieder habe ich es nicht geschafft, Nein zu sagen. Und ich wollte doch diesmal standfest bleiben. Stopp. Wie du aus dieser Opferrolle rauskommst. Auch hier gibt es eine ganz einfache Übung. Wir Menschen glauben immer, wir müssten alles selbst machen. Ja? Nein, hol dir Hilfe, in dem Fall energetische Hilfe. Wir haben da nicht immer die Zeit zu sagen, Moment, erstmal muss ich meine zwei Engel rechts und links von mir hinstellen. Die haben den großen Spiegel, hinter dem stehe ich. Alles, was du sendest, blockt von mir ab. Bis ich das gemacht habe, hat der andere mich so klein mit Hut gebracht. Und natürlich habe ich wieder Ja gesagt. Es gibt eine ganz einfache Übung. Wenn jemand zu dir sagt, gell, du machst das doch. Oder ich liebe dieses Bild, Familie sitzt zusammen, schaut Fernsehen. Dem Einzigen, der auffällt, dass da an der Fensterbank schon wieder Staub gewischt gehört, wer ist das? Sag's mir. Du natürlich. Also hier weil fällt das so genau. Mir fällt es nicht auf. Genau. Mir fällt es nicht. So. Und dann geh mal in den sogenannten Perspektivenwechsel. Stell dir vor, du wärst dieser Staub. Dann kannst du einfach sagen, bitte, lass mich doch auch leben. Hallo, ich habe doch auch eine Daseinsberechtigung. Du bist ja ein Teil von mir. Denn wir wissen es ja, wir Menschen werden wieder zu Staub. Ne? Gut, es klappt jetzt mit dem Staub ganz gut. Ganz schlecht in der Firma oder bei den Kindern. Oder wenn du schon wieder Geld ausgeliehen hast, obwohl du es nicht wolltest, sagen, ah ja, bitte, ich bin noch ein Teil von dir. Das sind wir, aber entschuldige, wir sind auch in der Welt der Materie. Hm. Es macht Sinn, das Geld für sich zu behalten oder nur so viel zu leihen, wie du auch verschenken würdest. Also gibt es eine ganz einfache Übung. Wenn du zu mir zum Beispiel sagst, Cora, würdest du mir jetzt nicht 100 Euro leihen? Mal als Bild oder 1000 und du sagst es zum 187. Mal. Ich habe mir vorher vorgenommen, boah, das braucht immer so lange, bis ich zurückkomme. Entschuldigung, liebe Zuschauer, es ist nur ein Bild, es sind nicht Jens und ich, müssen wir gleich gerade stellen. So, und du denkst dir, oh, ich will das. Das funktioniert nicht. Geh wirklich in dem Moment her, nicke mit dem Kopf, sage, aha, wie interessant. Stell mir irgendeine Frage, was ich machen soll. Irgendetwas, du musst für mich, weißt du, du kannst gerne einen Keks für mich essen. Dann muss ich das nicht tun. Aha, wie interessant. Ja. Weil es passiert Folgendes. Durch das Kopfnicken signalisierst du dem anderen Zustimmung. Wenn sich also jemand nicht schon geblockt oder abgelehnt fühlt, schickt er nicht so viel Kraft und Argumente hinterher. Ja, aber weißt du, da geht einem ja schon die Puste aus, überhaupt nur den Mund aufzumachen, um das N für Nein auszusprechen. Mhm. Aha, wie interessant. Über das Kopfnicken signalisierst du dem anderen Zustimmung. In deinem Gehirn kommt mal kurz Sauerstoff an über das Kopfnicken. Und das wie interessant. Du beschäftigst deine grauen Zellen. Was ist denn an der Sache interessant? Moment. Bis du das rausgefunden hast, ist die Zeit, um Ja zu sagen, schon vorbei. Also ich halte für mich auf jeden Fall jetzt mal fest, liebe Cora, dass ich häufiger nicke, weil dann kriege ich mehr Sauerstoff ins Hirn. Das ist schon mal sehr hervorragend, vor allem für eine Sendung. Ganz lieben Dank bis hierhin, liebe Cora. Du bist heute noch zu sehen? Ja, um 19 Uhr. 19 Uhr, sensationell. Dann freuen wir uns auf 19 Uhr mit dir bei Astro Live. Und aha, wie interessant. Ja, wie interessant. Aus der Nummer kommst du nicht raus. 19 Uhr bist du auf jeden Fall on air. Jetzt haben wir etwas von Gabriele Iasetta für Sie. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Bianca Schmiedel bei mir mit zwei wunderbaren Büchern, die sie mitgebracht hat. Frau Bodenschlampe, abnehmen ist nichts für Mädchen und Hummeltaille aufgeben ist nichts für Mädchen.
Du hast nicht aufgegeben. Du bist an diesem Programm geblieben, das du im Internet bei Facebook dann gefunden hast. Bist auch weiterhin noch dabei, hast deine Ernährung umgestellt und damit bist du etliche Krankheiten losgeworden, die du hattest. Du hast sie erwähnt, Neurodermitis, Migräne. Reizdarm und genau. Kurz vor Diabetes halt. Ja, also das ist schon heftig. Ja. Aber mit welchen Lebensmitteln hast du das geschafft? Also was hast du konkret umgestellt? Was hast du weggelassen? Was hast du jetzt für dich als Superfood entdeckt? Was hilft besonders? Superfood habe ich im Grunde gar nicht. Also, der Begriff ist so sehr geprägt. Also ja. Im Grunde habe ich alles weggelassen, wo die Industrie zu sehr ihre Finger im Spiel hat, ganz klar. Also man könnte es als Clean Eating bezeichnen, ja, wenn man das sagt dem einen oder anderen was. Also so wie es quasi vom Feld kommt, noch eben mit den ganz normalen Gewürzen, Gewürzsalz, Pfefferkräuter aus dem Garten natürlich. Und das ist das beste Essen der Welt. Ich brauche da frisches Essen, also alles frische Lebensmittel, Gemüse, Obst. Überwiegend Gemüse, ja. Also, genau, auch Obst war nicht verboten. Ja. Das ist ja auch schon so eine Sache, oh, die vielen Kohlenhydrate, ja. Ach Gottchen, nein, es ist alles erlaubt. Und das war halt ganz wichtig. Und ich musste mich halt satt essen. Ja. Ja? Ich wollte nicht hungern, weil ich kann keinen stressigen Alltag mit Beruf und Kind und Haus und Hund dann auch noch mit einem leeren Magen bestreiten. Außerdem bin ich, und ich glaube, das geht vielen so, dann auch gar nicht mehr erträglich. Jetzt sagt der eine oder andere, der sich vielleicht auch überhaupt nicht vegetarisch ernährt. Ich weiß nicht, vegetarisch oder isst du noch Fleisch? Ich esse noch Fleisch, sagen wir es mal so. Genau, weil sagt der eine oder andere, wie soll ich denn mit so ein bisschen Gemüse satt werden? Ach, wunderbar wird man das geht, hat. Ne? Geht wunderbar, ja. Das denkt man nur, weil ich hatte das Gefühl auch, das Gemüse ist kein richtiges Essen, das ist nur eine Dekoration, so ging es mir als Kind zumindest immer. Ja. Du bist im Sächsischen aufgewachsen, also ich weiß, wie es dazu geht, wenn man da mal in Restaurants geht, wenn man auf die Speisekarte guckt, also Fleisch, und also Klöße, das ist schon, ne? genau. Wirklich. Gemüse ist dann Sauerkraut mit ordentlich Speck. Ja. Also ich liebe ja Sauerkraut, aber mittlerweile nur roh. Ne? Ja. Ganz klar, weil das dann auch wieder gut für den Darm ist. Ja, und mit den ganzen Themen habe ich mich beschäftigt halt. Ne? Also dieses gesunde Essen, dieses reine Essen. Ich koche auch viel mit dem Römertopf oder was ich sehr liebe, oder die ganze Familie liebt, das Grillgemüse mit Aubergine und Zucchini und Paprika. Und da brauchst du kein Fleisch mehr in dem Sinne. Wobei Fleisch in dem Sinne auch nicht das Problem ist. Nee, aber kommt ja immer auf die Qualität drauf an. Richtig, genau. Ja. Aber ich musste halt auch lernen, dass Eiweiß enorm wichtig ist. Ich meine, mittlerweile wird das überall propagiert, aber auch da sind halt Linsen, also Hülsenfrüchte generell ja ein wunderbarer Eiweißlieferant. Und ich esse auch immer noch Schokolade gegessen. Aber also bei mir ist es halt so, ich kann mir nicht täglich so etwas gönnen, weil dann kann das ganz schnell schon wieder zu viel werden. Also aus einem Stück Schokolade wird dann gleich mal eine halbe. Und ich habe für mich dann halt die Strategie entwickelt, die auch jetzt nichts mit dem LAT-Programm zu tun hat. Aber für mich hat es super funktioniert, dass ich 6 Tage die Woche halt sehr auf meine Ernährung achte. Und sonntags ist Schlemmertag. Alles erlaubt. Oh, ist das schön? Lass uns mal auf deine Facebook-Seite schauen. Ja. Du hast zum einen hast du deine ganz normale, in Anführungsstrichen, Facebook-Seite. Du hast aber auch eine Gruppe. Ja. Bei Facebook. Bodenschlampen-Hobotalie, ja. Die Bodenschlampengruppe. Und da findet auch Austausch statt. Ja. Also da schreibt ihr euch untereinander dann eben auch die Leute da, die Erfahrungen, die sie aus deinen Büchern mitnehmen, wie sie die dann umsetzen. Weil du gibst ja, es ist ja zum einen natürlich eine Autobiografie, aber eben auch ein Ratgeber. Also du schreibst da schon, wie man Dinge im Leben anders machen kann. Ja, also ich habe es halt alles erprobt. Ja. Ne? Deswegen ist es authentisch und ehrlich. Und ich kann sagen, das funktioniert nicht. Wobei jeder Mensch ist anders, jeder ist individuell. Das darf jeder für sich selbst herausfinden. Ich habe auch den Sport für mich entdeckt und stecke da auch einige mit an. Wir machen dann auch Challenges in meiner Gruppe, also Kniebeugen zum Beispiel ist wunderbar für einen straffen Popo und schöne Oberschenkel, aber für den ganzen Körper, weil es ist unser größter Muskel. Ja. Und je mehr Muskeln, umso mehr können wir essen. Und allein das Argument ist einfach das zieht. Pro-Sport. Das siehst du, das zieht bei für Sport. Für mich schon. Ja, ich meine, mit der Ausrede bist du ja damals als Teenager dann auch schon weitergekommen. Aber jetzt machst du halt tatsächlich Sport. Du bist Fitnesstrainerin, du hast es ja gelernt. Was ist für dich, also tatsächlich,
weil der eine oder andere glaubt dann immer, ich muss ins Studio, ich muss da erstmal Geld für bezahlen und dann gehe ich dann doch nicht mehr regelmäßig, habe aber erstmal die Gebühren, dann muss ich es doch wieder kündigen und die Geräte sind da besetzt oder ich muss mir einen Heimtrainer kaufen, das brauche ich alles gar nicht. Also du hast jetzt gerade Kniebeuge erwähnt, ja. Es gibt so wahnsinnig viele schöne Übungen, die ich einfach nur mit meinem Körper machen kann. Ja, Training mit dem eigenen Körpergewicht, genau. Ja. Dafür hatte ich am Anfang, als ich noch 120 Kilo hatte, auch eine App, ja, die mir damit geholfen hat, weil ich habe das Gefühl, wenn ich so auf mich allein gestellt bin, dann gebe ich zu schnell auf. Also ich brauche dann schon ein bisschen Unterstützung. Aber das hatte ich dann ganz schnell raus. Also Kniebeugen, klar, dann aber auch mit Zusatzgewicht, ja, oder auch Liegestütz oder die Planke. Und Liegestütz, die Planke, was ist die Planke? Ja, dann tust du dich quasi nur mit den Ellenbogen abstützen und mit den Füßen und damit der Bauch hält dann quasi den ganzen Körper. Also das ist lustig, ne? Dann mein kleiner Kader, der Diego, der streifte dann unter mir durch und kitzelte die Speckfalten. Ich sag's, wie es ist. Wir hatten da amüsante Szenen im Wohnzimmer, ne? Und die Burpees, der Liegestütz-Strecksprung, den habe ich auch für mich entdeckt. Also der treibt dich zum Wahnsinn. Aber es ist ja, also, weil du hast es erwähnt, also ich weiß dann auch alleine, schaffe ich es nicht, ich brauchte dann diese App. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein. Was kann ich, was kann ich nicht, was schaffe ich alleine, was schaffe ich nicht alleine, wo muss ich mir Hilfe holen? Ja. Alles andere sind dann Ausreden, ne? Wenn ich sage, okay, ja, nee, ich habe es probiert, aber das geht nicht. Ja, genau. Und in Ausreden war ich immer gut und dieses Mal habe ich es durchgezogen. Mittlerweile gehe ich auch sehr gerne ins Fitnessstudio, weil ich habe eins gefunden mit Kinderbetreuung, wo mein kleiner Sohn, der Christoph, der wird bald 3, dann einfach gut untergebracht wird. Weil irgendwann konnte ich zu Hause nicht mehr trainieren, weil er halt nur Blödsinn gemacht hat, sagen wir es mal so. Siehst du, aber da, nicht mal das ist eine Ausrede. Man kann auch, wenn man sich auf den Weg macht, findet man auch dafür eine Lösung. Lass uns ganz kurz noch mal darauf hinweisen, bevor wir gleich weitersprechen, auf deine beiden Bücher und auf unsere Verlosungsaktion. Oh, ja. Du hast beide Bücher spendiert als Buchpaket für unsere Zuschauer. Wer es gewinnen möchte, das wunderbare Paket aus Frau Bodenschlampe und der Hummeltaille, der beantwortet uns bitte folgende Frage. Bianca Schmiedels Ratgeber sind mit A. Sprachwitz und Tipps oder B. Brot und Banane. Ich denke mal, so wie Sie Bianca jetzt erlebt haben, sollten Sie auf die Antwort gekommen sein. Rufen Sie an unter der 01379881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 09010501901. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen für Sie geschaltet, also noch circa 10 Minuten. Und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg, toi toi toi. Bodenschlampe, dein erstes Buch, du hast schon gesagt, du hast sofort eigentlich einen Verlag gefunden, trainiert, deine Schreibarbeit trainiert über die Blogs, die du geschrieben hast, war für dich natürlich ein schöner Einstieg. Trotzdem hast du noch nicht geglaubt, dass du daraus dann ein komplettes Buch machen kannst. War es dann schwer, tatsächlich aus diesem noch relativ zwangfreien Blog schreiben, weil das war ja einfach für, ja, ich habe es halt gern gemacht und es hat halt Spaß gemacht. Und da war es plötzlich, oh, jetzt hat ein Verlag zugesagt, jetzt muss ich ein Buch draus machen. Hat dich das unter Druck gesetzt oder hast du gesagt, nö, super, großartig, ich weiß sogar schon, das wird verlegt? Ja, ein bisschen Druck brauche ich immer im Stirnhacken, sag ich mal so. Also ich brauche schon ganz klar meine Ziele und es ist mir aber leicht gefallen. Ich bin halt immer morgens um 4 aufgestanden, als die ganze Familie noch schlief, damit ich einfach meine Ruhe habe. Weil das wird jeder wissen. Ich habe noch eine große Tochter, die wird fast 12. Mein kleiner Sohn und mein Mann, wenn die dann morgens ihren Kaffee und Frühstück und in die Schule, da kannst du nicht mehr schreiben. Und mit so einem kleinen Kind schon mal gar nicht. Ne? Ja, dann bin ich um 4 aufgestanden, habe dann jeden Tag so meine 3 Stunden meistens geschrieben. Und ja, es ist wunderbar geworden, sage ich. Also ich war dann auch immer so drin, als die Zeit war rum und plötzlich so, boah, was hast du da geschrieben? Das ist ja klasse. Ja, ich bin dann so richtig im weg. Im Flow, ist, ne? Im Flow, genau. Ja, ja. Ist wie so eine Schreibtrance, in der du dann bist. Und wehe, der Postbote hat geklingelt. Ne? Bist du dann halt schon wieder raus. Ja. Dann kam das zweite Werk. Wie ist es dazu gekommen, zur Hummeltaille? Also das erste Buch ist auch gleich ein super Erfolg gewesen. Ja. Ist super gut angekommen. Du hast tolles Feedback bekommen. Und dann hat der Verlag gesagt,
mach ein zweites oder kam das ganz organisch, ganz automatisch? Das hat mein Verlag gesagt, ja. Schriftsteller, aber das war uns beiden eigentlich auch klar. Also das musste weitergehen, weil bei der Bodenschlampe ist das Ende ja offen. Ich meine, gut, 30 Kilo waren weg, ja. Aber wie geht's jetzt weiter? Das war ja immer das große Thema. Also ich glaube, abnehmen können viele. Mhm. Nur das ist immer das Schwierige, ich sage es immer, die Königsdisziplin, es zu halten. Ja. Damit der Jojo halt oder ich sag mal der Rückfall in alte Gewohnheiten nicht wieder zuschnappt. Und in der Hummeltaille geht es dann vor allem, also es sind dann nochmal 10 Kilo weggegangen, aber die letzten 10 Kilo, die waren echt schwer. Mhm. Also das ja, ist oft so, also wenn es dann zum Ende hingeht, dann wird es schwierig. Wobei ganz am Ende, ganz am Ziel bin ich noch nicht, aber es dauert seine Zeit. Man braucht sehr viel Geduld und das ist manchmal nicht leicht, das aufzubringen. Ja? Und in der Hummeltaille gebe ich aber auch die Botschaft weiter, ihr seid gut, wie ihr seid. Auch wenn ihr, wenn eine kleine Hummeltaille zurückbleibt, das ist nicht schlimm. Irgendwann muss sich jede Frau mal hinsetzen, Männer natürlich auch. Und bei der einen ist es halt eine Fleischwurst, bei den anderen kleine Nürnberger, je nachdem. Aber also ich sag mal so, dieser Waschbrettbauch oder auch Sixpack, den über Jahre lang zu halten, das ist schon eine enorme Leistung. Und das will ich ja gar nicht. Wird uns ja aber auch immer so vorgegeben, ne? Ja. Also klar, die Models da draußen, dann in allen möglichen Zeitschriften, online natürlich auch, du entkommst diesen Bildern ja nicht. Ja. Die sind ja überall. Selbst wenn du jetzt nicht mehr Fernsehen guckst, wenn du dafür aber online bist, so. In Social Media unterwegs, weiß man inzwischen auch auf den ganzen Profilen Instagram, also jeder zeigt sich in den schönsten Posen. Ja. Das ist nicht ganz so leicht für junge Menschen. Nicht alles, ja genau, da geht es schon wieder los und es ist vor allem auch nicht immer alles ehrlich. Das muss man ja auch mal so sehen. Also ich kann auch Fotos machen, da sehe ich plötzlich 15 Kilo schwerer aus. Das schaffe ich auch. Es kommt immer auf den Winkel drauf an. Genau. Oder 15 leichter, je nachdem. Nein, also ich poste auch ehrliche Fotos bei Instagram, da bin ich ja auch zu finden. Oder auch mal nach dem Sport, wie ich dann einfach richtig zerbröselt dann aussehe. Das ist nicht mehr schick, aber so ist es halt. Man muss sich quälen können. Wir gucken mal auf dein Instagram-Profil, da sehen wir die ehrlichen Fotos, auch vom Essen. Also da findet man dann auch raus, was du so alles zu dir nimmst. Gestern gab es vegetarisch. Das ist eine vegetarische Variante, aber wie gesagt, Fleisch gibt es bei dir auch immer noch ab und an. Ja, sonntags vor allem. Ne? Die Bilder, hast du die selber gemalt oder von wem sind die Bilder? Die Fotos sind schon von mir. Ja, das mit dem Mond, das habe ich gemopst. Da ist Andrea. Ja, und immer Motivationssprüche, ne? Ja. Teilweise meine eigenen oder auch von anderen abgeschaut, immer mal ein Gewinnspiel. Das ist Vasa, unsere Verlagskatze, da rechts. Ja. Das ist meine Rea. Ich wollte sagen, das ist jetzt keine Katze, da sehen wir dann auch mal einen Hund. Und vor allem, also wirklich bei dir ist inzwischen ja auch so viel dazugekommen, so schön durchgestylt. Also wir sehen es auch hier jetzt gerade. Also deine Hummeltaille, die ist inzwischen bestens vermarktet. Also es gibt ein Kissen, man kann sich drauflegen, man kann aus der Hummeltaille auch trinken. Dann gibt es noch einen Einkaufsbeutel, auch mit Hummeltaille. Ja. Siehst du inzwischen Menschen, die mit dem Einkaufsbeutel so bei euch in der Gegend unterwegs sind? Noch nicht, weil ich stelle ihn heute zum ersten Mal vor. Nein, das ist alles noch ganz neu. Guck ganz mal, also das ist, wo findet man das alles? Auf deiner Facebook- und Instagram-Seite? Ja, bei Redbubble kann man das bestellen, aber ich verlinke das gerne, ja. Ja. Also, meine Cover-Designerin, also die beide Bücher designt hat, Sarah Lisa Klepp, hat das wunderbar. Guck mal, da sehen da sind sie wunderbar. Schau mal. Herrlich. Da guck ist mal. Sie. T-Shirts gibt es auch noch dazu. Also alles, wie ich das. Oh, Handyhüllen, wie ich das komplette Programm. Großartig. Ich sage, Bianca, es gibt noch viele Themen, die offen geblieben sind. Wir dürfen uns gerne nochmal sehen und du schreibst mit Sicherheit bald auch noch ein drittes Buch. Mit Sicherheit. Es geht ja weiter. Das Leben geht weiter und die Ernährung auch. Ganz lieben Dank für deinen Besuch. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Und wir haben noch einen Spruch des Tages. Ja, den gucken wir uns mal an. Ja. Ja, achte auf das, was du isst und meide das, was dich auffrisst. Das hast du geschrieben, kommt auch aus einem deiner Bücher. Aus der Hummeltaille. Aus der Hummeltaille. Also wer die Bücher lesen will und nicht gewonnen hat, der kauft sie bitte. Macht auf jeden Fall Spaß zu lesen. Dankeschön. Ja, genau, und wenn Sie vielleicht auch ein Buch geschrieben haben oder ein anderes Produkt auf den Markt geworfen haben und Ihre Geschichte erzählen möchten, dann kommen Sie gerne zu uns. leichterleben@astrotv.de. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an unsere Redaktion und die meldet sich dann bei Ihnen. Und dann sitzen Sie vielleicht hier bald bei uns im Sessel.
Würde mich freuen. Ganz, ganz lieben Dank, Bianca. Lieben Dank, Cora, nochmal. Wir sehen dich um 19 Uhr und dich sehen wir demnächst vielleicht bei uns wieder. Sehr gerne. Und natürlich bei Instagram und Facebook immer. Immer. Mit den neuesten Geschichten. Ganz, ganz lieben Dank, dass Sie mit dabei waren, liebe Zuschauer. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. 14 Uhr, leichter Lebenszeit für mich. Schalten Sie gerne wieder ein. Heute einen bunten, erfolgreichen und auch lustigen Tag. Lassen Sie es gut gehen. Danke. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Dabei hat der Redakteur keinen Einfluss auf die Auswahl eines bestimmten Anrufers. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher als der Festnetztarif. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet.